Ladies and Gentlemen, wir fahren jetzt von Auerbach nach Hohndorf. Wir fahren. Lass mich mal eine Ansage machen. Hier spricht Ihr Kapitän. Nicht Nusche. Pippi. Shut up. Kapitän ist mit seiner Durchsage noch nicht fertig. Das Wetter, heiter bis wolkig, eher heiter, im Moment jedenfalls. Außentemperatur liegt bei 27 Grad. Der Satellit ist noch nicht erfasst. Da steht immer noch erfasste Satelliten. Naja, wie er das macht, möchte ich mal dabei sein. Gut. Er lässt sich einfach nicht erfassen. Nee, es lässt sich kein Satellit fassen. Ja. Ums Verrecken nicht. So, es ist später Nachmittag. Unsere voraussichtliche Fahrzeit wird ungefähr 45 Minuten dauern. Der Fahrer ist während der Fahrt nicht anzusprechen. Die Fluchtwege sind nicht gekennzeichnet, befinden sich aber links oder rechts neben Ihnen. Falls Sie einen Schwimmreifen benötigen, sollten Sie den das nächste Mal erst kaufen und mit an Bord nehmen. Aber der ist doch nicht erlaubt. Der ist nicht erlaubt. Der Schwimmreifen. Was mache ich, wenn ich in einen See fahre? Nun muss ich erstmal für etwas eine abgedunkelte Sicht sorgen. Weil das kannst du noch gar nicht, weil du zu klein bist. Der Planet da oben etwas brennt. Hat einer einen Herzkasperl beim Städtewettbewerb erlitten? Oh. Ach so, ein Pech, aber... Es kommt davon, wenn man jahrelang keinen Sport treibt und dann muss man es so vertreiben. Ja, das ist, wenn man Kilometer schinden will. Kann man wieder so produzieren wie ja, für einen Energiekonzern. Was? Ja. Für einen Energiekonzern sich abstrampeln. Geht's noch? Na, bestimmt. Es fällt mir träumlich ein. Und dann noch Werbung damit machen. Das kann die Hamster machen. Hey, mach dir einen Alarm da hinten. Ich weiß ja nicht, ob ich sagen darf, aber das, ich müsste das mit der freien Energie mal weiterverfolgen. Ja, Mandy, ich habe den Film runtergeladen. Ich muss ihn konvertieren, dass man anschauen kann. Bei einem schwarzen Freitag, den habe ich auch fertig da liegen. Oh ja, den muss ich auch. Kein Schwein hat ihn angeschaut bis jetzt. Den muss ich auch angucken, das muss man abends machen. Können wir heute Abend machen. Weiß ich nicht, kommt drauf an, was er. Spät nach Hause, da haben die anderen Filme bestimmt schon angefangen. Muss ich schauen, was die Glotze bringt. Wenn die Kinder die ganze Zeit rumrennen, da kann man sich ja gar nicht richtig konzentrieren. Ja, das nützt ja nichts, wenn es den anderen. Fahren Sie 1,9 Kilometer, dann links abbiegen. Da ist egal, was du anschaust. Guck mal, im Bett, wenn die im Bett sind. Musst du dich waschen? Wir haben doch so schön gebadet. Du musst dich eincremen. Ich habe vielleicht trockene Haut. Ja, ich habe ja eher Creme drauf gemacht. Wir haben ja keine neue Sonnencreme, nichts da für sie. Hm. Ja? Die mit dem Kappi sind da, die mit dem Hut sind gut. Schalten wir mal ein Licht ein, dass wir wenigstens einmal was gesehen haben. Wenn wir schon Sonnenbrillen auf haben. Dass wir den Planet gegenblenden können. Und ich sage euch, wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Der Papa, er ist ein Teufel, ganz ohne Kind. Und er springt aufs Auto nach. Ey, da hinten auf die billigen Plätze habe ich gesagt, ihr sollt zum Fahrer ansprechen. Und dann? Nimm da ein Beispiel an deinem. Eine Fräulein, nimm da mal ein Beispiel an deinem Bruder.
Der hat das große Schweigen im Walde. Und da macht der Teufel eine Furie drauf, wenn der Franz die Leute nicht merken, wenn das kaputt ist. Das Fräulein, Auto. Wir machen gleich Teufeltanz im Rentnerheim, alles tanzt auf einem Bein. Da hammert der Teufel dann kaputt. Und dann ist es kaputt. Sophie. Und dann gehst du halt zu Fuß. Nee, ich meinte nicht unser Auto. Ich meine Fanny. Darf ich eh nicht sagen? Ja. Schön für dich. Das ist nach 250 Metern links abbiegen. Also darf ich ruhig gemacht mit den Namen sagen. Ja. Hast schon recht. Ich hab Hunger. Ja. Bist du selber schuld jetzt, was gegessen? Ich hab was gegessen. Ja, also dann kannst du keinen Hunger haben. Ich hab Papa Hunger. Ja, weil wir unterwegs sind, du musst dich gedulden, bis wir wieder daheim sind. Ich lass mein Kind schon wieder verhungern. Du verhungerst uns nicht. Kaufen was. Nee, wir kaufen nichts. Wir kaufen ganz sicher nichts, du kannst Gift drauf nehmen. Links abbiegen. Das sind Baumaschinen gewesen. Wo? Da drüben. Mei, trage heute ein Auto um Kurven. Ja, da bin ich schon hier. Freiberger. Neuberechnung in Gang. Freiberger Grenzen. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 120 Meter, dann rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Also langsam müssen Sie die Baustelle eigentlich kennen, das glaube ich. Aber es ist halt kein lernfähiges Navi. Nee, das ist nicht lernfähig. Neuberechnung in Gang. So. Neuberechnung in Gang. Neben den zwei Videos, was ich da mit den Notizen gemacht habe, muss ich noch meine kleine Reise in die Zukunft, den dritten Teil und den vierten Teil drehen. Wann mal das? Der dritte Teil wird wahrscheinlich nochmal Kontroversen auslösen. Ich hoffe es zumindest, dass er nochmal was bewirkt. Das ist mal jetzt ganz blöd. Witz eingefallen, dann hast du bestimmt was total bescheuert. Was unterscheidet die Technik von den Menschen in der Unterschicht? Die Technik ist langfähig. Oh Gott, wo ist denn den wieder her? Da ist mir gerade eingefallen, weil das Navi doch nicht langfähig ist. Ja. Es gibt doch heutzutage intelligente Technik oder so. Ja. Also langfähige Technik. Ja. Und die Unterschicht. Fahren Sie 4,1 Kilometer, dann rechts halten. Kaufen die sich ja immer neue Flachbildfernseher. Erstens kommen sie damit zurecht, und zwar sehr gut in der Regel, weil die Leute nämlich meistens mehr technisches Verständnis haben als die Oberschichtler in der Beziehung. Vor allem, wenn man sich ja ständig einen neuen Flachbildschirm kauft. Ja, na genau. Und die haben den ständig kaputt gemacht, weil sie keine Ahnung von Technik haben. Ja. Hey, ganz sicher. Der stürzt ständig ab. Nee, ganz sicher nicht. Der stürzt. Zumindest die brauchen in jedem Zimmer ein, auf der Toilette, im Badezimmer, überall, so, in der Küche. Ja. Am Kühlschrank. Ja, die tapezieren das Wohnzimmer mit Flachbildschirmen. Genau. Ja. Kann man ja eine Videoinstallation machen. Ja. Gibt es ja manchmal so Künstlerprojekte. Ja. Lass ihn in Ruhe, sonst mache ich aus dir auch einen Flachbildschirm. Ja, müsste man direkt so ein Hartz-IV-Wohnzimmer machen mit lauter Flachbildschirmen an der Wand als Tapete. Ja, die letzte Sache. Das ist keine Wette. Ja. Was man da für einen Stromverbrauch hat, wenn man die ständig eingeschaltet hat. Selbst mal einen Energiesparenden. Flachbildschirm, meine ich. Die reden ja noch von anderen Elektronik-Sachen. Nintendo Wii, was gibt es denn da noch? Xbox. Videorekorder von mir aus noch. Ja, bleibt da noch Geld übrig bei so vielen Flachbildschirmen? Kostet doch alles Geld. Die meinen, die ganze Unterhaltungselektronik, die soll zu Ja, ist schon klar, nur... gib mal Ruhe jetzt. Der Witz ist ja der, sie reden ja immer, sie kaufen sich einen Flachbildschirm nach dem anderen.
Naja, die stürzen ja ständig ab. Und wenn ich mir einen Flachbildschirm nach dem anderen kaufe, also als Schirmfänger, muss ich ja das, noch das Geld meiner Kinder versaufen und verrauchen. Ach ja. Und ich meine, wie soll ich mir da noch V-Box und Spielekonsole und den ganzen Scheiß leisten? Ja? Und die haben das eh gebraucht, gekauft im An- und Verkauf. Ach, das wird alles so dicke im An- und Verkauf angeboten. Ich wusste gar nicht, dass der Bereich so floriert, da muss ich direkt einen An- und Verkauf mit Spielekonsolen aufmachen. Na, die haben nach 750 Metern rechts halten. Ja, die sind immer bei Hartz-IV-Empfängern in der Wohnung gewesen. Und haben so viel Unterhaltungselektronik gesehen. Ja. Und jedes Kind hat einen Fernseher an seinen Kindern. Ja, nur. Und zwar alle ein über 100 cm Flachbildmonitor, ne? Genau. Dann haben sie ja auch noch ihre Xbox und ihre Nintendo Wii daneben stehen. Da gibt es aber die PS2 gibt es, PS3 von Sony gibt es auch noch. Haben sie die auch noch? Rechts halten. Hm? Nintendo DS haben sie auch noch. Dann haben sie noch ein Tablet-PC in eigenen. Ja. Fahren Sie 9,6 Kilometer. Notebook, ja, und ein Desktop-PC, alles haben sie. Genau. Und ein eigenes Handy darf man nicht vergessen. Ja. Am besten mit Handy drin. Ja, eigenes Fernsehstudio haben sie auch noch. Ja. Eigenes Radiostudio, ja, wir müssen. Ganze Palette da, Unterhaltungselektronik. Ja, deswegen sind sie alle so erfolgreich in dem Geschäft. Dann auch. Das tut weh. In welchen Haushalten sind denn die da gewesen? Also bei uns können sie nicht gewesen sein. Das war wieder eine geile Bemerkung. Danke. Du bist das Entschuldigung. So Conny ist vergessen. Conny wegschmeißen. Entschuldigung. Ja? Conny den ganzen Scheiß wegschmeißen schon wieder. Oh, Scheiße wieder. Sag gar nichts mehr. Dass du nicht ein bisschen mitdenken kannst, einmal. Haben die mit Unterhaltungselektronik vollgestopft. Ist doch nicht schlimm. Ja. Und damit beziehst du dich als Hartz-IV-Empfänger automatisch mit einem der Aussage. Das könnte ja jemand sehen, der uns kennt. Ja, und damit machst du es publik und schon hast du die Kacke am Dampfen. Ja, Entschuldigung. Du musst es eben rausschneiden. Toll. Kommt immer gut, wenn dann die Hälfte vom Ton fehlt. Nicht sendefähig. Und ich merke mir das, weil wenn ich bei den drei oder vier so Filmchen auf dem PC habe, merke ich mir das alles, in welchem, wo, was ist und wo ich drauf achten muss. Dann brauche ich es nicht machen, weil da habe ich mehr Arbeit damit, als mit was mir das Ganze einbringt. Ja? Ist vielleicht am besten gar kein Gerede mehr drin zu haben im Video, da kann man nichts falsch machen. Ja. Haben sie eben nur diese Voraufnahme, so soll es doch eigentlich sein, oder? Das ist meine Landschaft. Wenn die viele Leute schauen die Videos an, wegen dem Gequatsche. Auch mit. Ja? Ich meine, doofes Gequatsche aber auch nicht im Griff haben, Mensch. Naja, wenn man dort einfach so rumblödelt, dann. Wenn
Ende die Bemerkung hatte nichts mehr mit Rumblödern zu tun. Sondern bei dir geht es schon wieder voll. Aber ich bin ja nicht so. Das wurscht. Wäsche und immer das. Es tut mir leid, da kann ich eben nichts mehr sagen, weil ich mich nicht im Griff habe. Mann. Man sollte auch bestimmte Themen vielleicht auch meiden in Medien. Dass man doch gar nicht erst drüber redet. Über Flachbildfernseher, solche Geschichten. Weil auch kein vernünftiger Mensch sich 100 von den Dingern kauft. Weil die eh viel zu viel Strom verbrauchen. Dann macht das ja auch keinen. Jetzt los, die bremsen ja ganz schön ab. Ich bremse so ab. Scheiß Stornkasten, ne? Ja. Was hat die Schaltkasten? Der guckt immer noch in die Richtung. Schaut mal da, kleiner Traktor. Was hat der Traktor? Was hat der? Das ist immer vorbei, sei es leise. Motorradfahrer. Ja, eine Freundin, kleine Freundin vielleicht. Fahren gemeinsam. Na, Weiberleid. Warum soll sie denn nicht mitfahren? Bei dem Mittelalterfest, da waren zwei junge Leute, die haben eher kritische Bemerkungen zu den Aufführungen gebracht. Das wurde gestern ja. Was? Diese mittelalterlich kostümierten Aufführungen. Das heißt kritische. Naja, das war das mit den Feuerspucken, wäre noch das Beste von allen gewesen. Das andere war eher, naja. Ja, ich meine, das ist ja Schwachsinn. Na, das mit diesen Scherben, das hat auch meiner Meinung nach nicht viel Sinn gemacht. Und die drüben. Ja, das ist doch alles fake gewesen, sagt man ja. Die Glasscherben waren eh alle an den Kanten abgerundet. Bei dem Konzert des Inside Out, da haben sie ja irgendwann so gegen Ende ein paar so Feuerdings, Tussis da gehabt. Da. Schwachsinn. Ja, jetzt bin ich meiner Meinung nach. Es war total dilettantisch und ja, möchte gern akrobatisch, aber ein bisschen Titten schütteln, ein bisschen Hüften wackeln, ein bisschen Feuer rumwirbeln, ja, was jeder Idiot kann. Der die Gesetze der Fliehkraft beherrscht. Ja. Sowas macht er. Ja, das macht den Eindruck dann. Nein, das macht eher was kaputt, als dass es wirklich was bringt. Das ist schon richtig. Komm, wir hätten den Eisenbahner. Nee. Ich da hinten dabei. Sieht euch lieber die schönen blühenden Landschaften an. Ja, blühend. Ja, Stroh trocken. Die Erdbeere ist zu. Haben sie ihre Erdbeersaison auch hinter sich gebracht und ihren Spargel. Spargel. Das ist ein Erdbeerverkauf. Die haben auch Spargel verkauft. Nee, die haben keinen Spargel verkauft. Die haben nur Erdbeeren. Da ist schon wieder alles drin, so die Fifi. Ich hab's doch gesehen. Ich hab den Spargel doch gesehen. Die sind jetzt schon wieder gelb. Was war denn das jetzt? Das war ja fast gar nichts gewesen. So, aber ich dachte, jetzt haben sie es gelernt, wenn ich komme, dass grün ist, dass scheiße ist. Ja, die lernen es doch nicht. Aber die manchen Ampeln schon. Ja. Aber die manchen merken es schon. Ja, ist gut, Sophie.
Davon abgesehen, ich habe mal nachgeschaut wegen Urlaub. Ich muss da ja genehmigen lassen. Echt? Ja. Wenn die der Meinung sind, dass man keinen verdient hat, darf man wohl nicht machen. Naja, die stehen ja bis zu 21 Jahr pro Tage pro Jahr zu. Weil die können dann natürlich auch ganz schnell versauen. Die können ja sagen, dass man sowieso ständig daheim ist. Auf Abbiegespur wechseln. Ja, man, denen fallen ja dann die unmöglichsten Dinge vielleicht ein, ja? Gerade wenn du vielleicht was gebucht hast oder so. Ja? Nee, weil ich überlege schon die ganze Zeit, weil ab Mittwoch soll eigentlich relativ schönes Wetter sein. Ja? Mein Gedanke war halt, wenn du irgendwo hinfahren willst, dann ja. Mittwoch los ja, genau. Und Sonntag, Montag zurück zum Beispiel. Ja. Ja? Was die Frage ist halt, wohin. Das ist auch immer so die Frage. Ja, wie das sind die Ferien wohnen und so die Ferien wohnen. Ja, wenn, dann fahren wir zum Zelten. Ja. Dafür haben wir die Sachen ja gekauft. Ja. Das müssen wir auch mal ausnutzen, sonst bin das auch noch. Was? Der Autofon ist nicht von der Post, oder? Der hat mit dem Auto, das ist nur der. Ja, das ist also ein schlauer. Ja, aber ich kriegelt der auch. Fahren Sie 20 Kilometer. Kriegelt der Schwarze auch schon wieder? Na. Der Rode ist über zwei Fahrspuren gleich drüber gewechselt, was man nicht macht. Du musst halt nur überlegen, wo du hin willst. Ist ja nicht Österreich, oder? Ist ja nicht so weit, oder? Frankreich ist Elsass, ist auch schön. Du bist nicht die Schweiz. Nee, Schweiz muss ich nicht unbedingt bezahlen. Es bleibt Italien, im oberen Bereich Norditalien. Sprich, von mir aus runter bis Caorle, das ist bei Venedig da in der Nähe. Venedig ist auch schön. So, was willst du denn? Na, nee, ganz bestimmt. Das ist doch weit weg. Ja.
kannst Österreich haben, du kannst irgendwas in Deutschland haben. Frankreich ist mir auch wieder zu weit, oder? Das kommt drauf an, wo in Frankreich? Das Elsass ist ja auch nicht ganz uninteressant. Ja, Elsass ginge theoretisch auch. Und was mich eben noch reizen würde, wäre ja Griechenland, aber da ist ja zu selten. Ja, Griechenland ist ein bisschen weit weg. Ja, weil die so herrliche kulturelle Sachen haben, so Tempel und so, was man sich anziehen kann, das interessiert mich halt auch. Ja. Ja, oder China würde mich auch mal reizen, weil die da auch viele interessante Sachen haben, die sich anziehen kann. Ja, das ist halt... Ja, da würde ich mal... Ich meine, du bist ja immer noch auf dem Haus erschlossen. Ja, eben. Das vermisse ich ja. Ein bisschen kulturelle Veranstaltungen und so, das ist mir schon wichtig. Das ist doch das Ganze. Das ist ja nicht so ein komisches Altstadtfest, wie man es hier gesehen hat, sondern was richtig gut ist. Ja. Aber die Tonnen
gäbe eine Möglichkeit, wie ich die wie Akkus unterwegs laden kann. Ja, kostet, das Gerät kostet aber um die 35 Euro oder so. 35 Euro geht gerade noch. Es ist, ist ein Spannungswandler, den du hier ansteckst. Und dann kannst du ein 220 Volt Gerät anstecken. Zum, ja, damit könntest du also zumindest die schwarze Kamera einen Akku laden. Ja. Ist da Dingsbums dann im Einsatz der Quadrocopter immer noch nicht? Einsatzfähig wäre schon, aber ich würde nicht mitnehmen. Rechts abfahren, dann rechts abbiegen. So. Weil für halbe Stunde, viereinhalb Stunden nach 200 Metern rechts abbiegen. Das Ding dann überall mitschleppen und aufpassen, dass nichts passiert. Das ist so. Rechts abbiegen. Da geh ich dann lieber her und mach hier ein paar Aufnahmen einmal. Schau, dass ich da was machen kann. Zwickau oder hier ist so die Umgebung. Fahren Sie 7,6 Kilometer. Chemnitz oder so. Da kann man mal ein bisschen was machen, zum Beispiel den Marxkopf oder so. Das Problem, weil das Navi bloß für Deutschland geht. Da habe ich mein Problem drin. Da hätte man doch bloß ein paar Euro mehr ausgegeben. Für eins, wo man Karten noch kosten kann. Alles Mögliche. Thank you.
wahrscheinlich tanken muss. Mhm. Dann rechts abbiegen. Seite. Wo ist jetzt die 4? Da vorne ist ein Spiel. Sophie, das ist die 6. Ich bin hier, wo die Mama dann da hingeben. Wenn die Mama dann hinter das Haus kommt. Wo ist das Spiel? Ich hab kein Spiel. Da vorne, da ist ein Spiel. Guck. Da
weiß, ob ihr da überhaupt rein könnt. Da können wir auch rein, da ist kein Zaun. Guck. Das ist die 6, das muss das Außen sein. Ja, ich sehe das schon. Da ist kein Zaun. Wo ist denn die 4? An der alten Brauerei. Oh, muss die 4 sein. Oh. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich ja. Das Auto, das wo ist der Spielplatz? Da ist der Spielplatz. Ja, gleich. Ja, das ist ein Springbrunnen. Ja, ich will immer den Springbrunnen. Ja, da kann man doch.